Was ist denn los? Hey, Vito, raus aus den Federn! Herr Gott! Marty, hör auf zu schreien! Mir brummt der Schädel. Oh. Entschuldigung, Joey. Und sag nicht immer Joey zu mir. Das geht mir auf den Sack. Vito, komm runter! Ach, du Scheiße. Sag mal, wer war denn das? Der hat ja eine Stimme wie Woody Woodpecker. Das war Marty. Der Kleine hat mir an meiner Straße gewohnt. Als ich den LKW abholen musste, hat er mich mitgenommen. Wozu der LKW? Mit dem verdienen wir ein bisschen Kohle. Spring ein, ich erklär's dir unterwegs. Du fährst. Wohin? Riverside. Na dann, auf nach Riverside. Das war eine Nacht, ja? Ja, das kannst du laut sagen. Mal ehrlich, bist du noch sauer auf mich? Oh, eine Leiche einbuddeln. Das war natürlich mein Traum, wenn ich aus dem Knast komme. Aber im Puff, da hat's dir doch gut gefallen, oder? Ja, ja, vielen Dank auch. Aber alles danach hat mir weniger gefallen. Okay, okay. Heute wird alles viel besser. Das verspreche ich dir. Das will ich auch hoffen. Geht's denn? Ganz einfach. Wir fahren ein paar Ecken ab und liefern die Kippen aus. Dann bringen wir den LKW zu Eddie und holen unseren Anteil ab. Kinderspiel. Moment mal. Soweit ich mich erinnern kann, bin ich wegen so einem Kinderspiel in den Knast gekommen. Keine Panik. Ich hab das schon mal gemacht. Erster Stopp, Riverside. Na gut. Vertrau mir. Du wirst mir noch dankbar sein. Und jetzt? Jetzt kümmern wir uns um unsere Kundschaft. Die Jungs nehmen große Mengen ab. Komm mit. Okay, kletter rauf und gib mir die Waren. Hi, eine Stange Reds. Gib mir eine Stange Reds, Vito. Bingo! Hier, bitte, Sir. Bis zum nächsten Mal. Hey, na endlich kommt ihr. Ich habe keine Kippen mehr. Gib mir eine Stange Blues. Eine Stange Blues, Vito. Okay, her damit. Hier, bitte, Sir. Bis zum nächsten Mal. Was soll der Scheiß? Hey, Sarge, wie geht's? Eine Stange Blues wie immer? Ich nehme heute mal Whites. Hast du gehört, Vito? Los, eine Stange Whites. Vito, wo bleibt deine Stange Whites? Ja, yeah, genau die. Danke, Joe. Und jetzt verzieht euch, okay? Okay, weiter geht's. Steig ein, Vito. Nächste Station ist Millville. Läuft gigantisch heute. Wir machen richtig Knick.
Kleine, dieser Marty. Arbeitet er auch für Eddie? Davon träumt er. Der Kleine ist kaum 18. Er arbeitet für mich, fährt mich rum, macht Botendienste, solche Sachen. Er hält sich aber für einen Gangster. Der Junge sieht zu viele Filme. Ah, wenn sich der Kurze dich zum Vorbild nimmt, hat er ein Problem. Ach ja, Klugscheiße? Er erinnert mich sehr an dich, als du in seinem Alter warst. Genau. Ich habe in Europa 2 Jahre lang Kugeln um die Ohren gekriegt und war 6 Jahre im Knast, seit ich dich kenne. Das meinte ich mit Problem. Was ist los mit dir? Hat dir jemand in deinen Morgenkaffee geschissen? Hast du die guten alten Zeiten vergessen? Ja, daran musst du mich irgendwann mal erinnern. Was ich gesagt habe. Läuft alles wie geschmiert. Okay, das entschädigt fast für gestern Nacht. Fast. Na komm, wie willst du das toppen? Du bist an der frischen Luft, in guter Gesellschaft und verdienst einen Riesenhaufen Knete. Gar nicht übel für einen Kerl, der gerade aus dem Kittchen kommt. Okay, wenn es so weitergeht wie jetzt, dann ist alles vergeben und vergessen. Das ist der Vito, wie ich ihn kenne. Gleich sind wir da. Stange Blues, bitte. Gib mir eine Stange Blues. Ja, genau die. Hier, bitte, Sir. Bis zum nächsten Mal. Hi, ich nehme eine Schachtel Reds. Eine Stange Reds, Vito. Okay, her damit. Hier, bitte. Was verkaufst du, Kumpel? Willst du nur glotzen oder vielleicht auch was kaufen? Wer weiß. Wir verkaufen Kippen. 2 Mäuse für die Stange, 100 Mäuse für die Kiste. Ich mache dir einen Vorschlag. Schiebt 10 Stangen rüber und wir lassen euch mit einem blauen Auge davonkommen. Gegenvorschlag. Du steigst wieder in dein kleines Wägelchen zu deinen kleinen Freunden und ich tue so, als hätte ich euch nie gesehen. Wie klingt das? Sag mal, hast du Matsch in der Birne, du Fettsack? Das ist unser Gebiet. Wenn ihr hier Geschäfte macht, kostet das. Also zahlt. Du hast Matsch in der Birne. Du weißt wohl nicht, mit wem du hier redest. Du kriegst noch eine Chance. Entweder du verziehst dich oder... Ich weiß, mit wem ich hier rede. Mit einem fetten Spaghettifresser, der in meinem Revier geklaute Kippen vom Lastwagen runterverkauft. Und jetzt ist Ladenschluss, kapiert, Arschloch? Okay, Jungs, zeig dir, was du anreißen warst. Scheiße, Joe! Verdammt! Was sagst du jetzt? Was ich jetzt sage? Das. Na los, steig ein, wir hauen ab. Okay, schnappen wir uns einen von den Burschen. Er entwischt uns. Ich stehe schon voll auf dem Gas, Joe. Die Karre geht nicht schneller. Bescheid sagen. Ruf ihn von der nächsten Telefonzelle aus an.
Ich bin's, Vito. Wir haben ein Problem. Wir haben gerade Zigaretten ausgeliefert, als plötzlich ein paar Halbstarke aufgetaucht sind. Die haben den LKW angezündet. Was? Verarschst du mich? Ihr seid nicht mit ein paar Halbstarken fertig geworden? Was für eine Scheiße ist da abgelaufen? Hör mal, Eddie. Hey, wir können nichts dafür. Sie haben den Truck abgefackelt, bevor wir wussten, was los ist. Und alles ist verbrannt. Okay, wir haben einen von ihnen abgeknallt, aber... Ist mir doch scheißegal. Ich will meine Kohle. Ich habe 2 Riesen für die Karre bezahlt und will sie wiederhaben. Ein Glück für euch beiden Nullen, dass ich Dereks Mann Steve mitgebracht habe. Wir haben gerade darüber gesprochen, was wir mit diesen Pennern machen sollen. Wir kümmern uns jetzt um sie. Steve trifft euch dann im Crazy Horse. Kennt ihr das? Okay, Crazy Horse. Ja, ich weiß, wo das ist. Steve bringt ein paar Jungs mit. Zeigt ihnen, dass man so nicht mit uns umgeht. Aber keine Schießerei. Das soll wie eine Schlägerei zwischen 2 Gangs aussehen. Ich will morgen in der Zeitung nichts von einem Blutbad lesen. Geht klar, Eddie. Keine Sorge. Wir machen das schon. Wir treffen uns mit Steve vom Crazy Horse. Die gute Nachricht ist, er wird uns helfen. Die schlechte, dass Eddie die 2 Riesen zurückhaben will. Scheiße! Glaubst du, wir können aus den Typen 2 Riesen rausprügeln? Keine Ahnung. Mal sehen, was Steve so im Schilde führt. Der macht das nicht aus reiner Gefälligkeit. Komm jetzt. Ach, Eddie war am Telefon stinksauer. Und wie? Ich bin gerade auch stinksauer. Wenn diese Arschlöcher nicht genug Geld haben, prügel ich ihnen Scheiße im Wert von $2000 aus dem Arsch. Ich bin dabei. Aber warum arbeitet Steve für Eddie? Er arbeitet für Derek und Derek ist einer von Vincis Bossen. Woher soll ich das wissen? Aber hey, du nimmst trotzdem weiter Jobs von Derek an, oder? Obwohl du für Eddie arbeitest. Wir tun doch alle, was wir tun müssen. Was ist? Steve. Hey. Hey, Jungs. Marty, was machst du denn hier? Hey, Joe. Ich bin diesmal mit dabei. Steve braucht Unterstützung und nimmt mich mit. Steve, ist das nicht... Da lernt der Junge mal was. Was wollen wir hier, Steve? Die Typen hängen doch immer in der Gießerei rum. Hier treffen sie sich immer, also fangen wir hier an. Dann fahren wir rüber zur Gießerei und bringen den Job zu Ende. Und wieso hilfst du uns bei dieser Sache? Die Saukerle haben die Karre von meinem Cousin geschrottet. Haben ihn ausgeraubt und ihm 3 Zähne ausgeschlagen. Diese Arschlöcher machen überall in der Stadt Ärger. Letzte Woche haben sie... Halt die Fresse. Jetzt rede ich. Schon in der Bibel steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und deshalb werden wir mit der Bude anfangen. Was hast du vor? Erstmal aus der Hütte Kleinholz machen. Ach, und wie? Na damit. An die Arbeit. Es geht los, Jungs. Macht mit, oder steht uns wenigstens nicht im Weg rum. Den Wichsern reißen wir den Arsch auf. Was für eine Scheiße geht denn hier ab? Das macht Spaß!
Für ein kleines Geschenk. Vito, Marty, ich hab Molotow-Cocktails im Kofferraum. Hol sie und schmeiß sie rein. Mit Vergnügen, Steve. Worauf wartest du? Nimm das Ding und wirf es rein. So schwer ist das doch nicht. Wird die eine Leere sein? Ja! Ja! Okay, und jetzt auf zur Gießerei. Steigt ein, Jungs. Wir treffen euch zwei am Haupttor. Bis gleich. Habt ihr hier zu tun? Wir sind der scheiße Spur gefolgt. Nächster. Ha, sehr gut. Euch mache ich kalt. Joe, pass auf! Danke, Kleiner. Scheiße, die haben Kanonen. Macht sie fertig. Verflucht, knall ihn ab! Gib mir Deckung, Vito. Showtime, Vito. Nicht so zimperlich, Jungs. Bleib gefälligst am Leben, bis der Kampf vorbei ist. Lass mir noch was übrig, Arschloch. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Jetzt ist er fällig. Es ist vorbei. Das Schwein hat mich erwischt. Mach schon, Mist. Leg ihn um. Los, ich geb dir Deckung, Vito. Hast du das beim Militär gelernt? Oh, wieder mal einer abgekratzt. Das ist alles? Dann blüht dir was. Du bist tot! Gib mir Deckung! Gib mir Deckung! Bin wieder da! Los, Vito! Los, los, ich geb dir Feuerschutz! Die nächste Kugel ist für dich! Scheiße, bin ich gut! Schleich dich von hinten! Gut, Vito, los jetzt! Alles okay?
Weiter so, Vito! Gib acht, Vito! Komm und kämpf wie ein Mann! Los, du Arsch! Ich bin stolz auf mich. Hast du Schiss, Arschloch? Du schießt wie meine Schwester. Gib mir Deckung. Du bist mausetot. Daneben, du Blinder. Okay, Showtime, Vito. Los jetzt. Zack, zack. Komm raus aus deinem Rattenloch. Arschloch! Los, los, ich geb dir Feuerschutz! Bleib gefälligst am Leben, bis der Kampf vorbei ist! Gib dir Deckung, Glück an! Du Arsch! Gut gemacht! Schwein hat mich erwischt! Lass dir was einfallen! Beeil dich! Los, Rico, los geht's! Gib den Feuerschutz, benutze ich! Du schießt ja beschissen! Na! Los, ich geb dir Deckung, Vito. Bin wieder da. Oh, guter Schuss. Gib mir Deckung, Vito. Los, versuch's von hinten. Du bist tot. Ich schleich dich von hinten. Los, los, los. Ich geb dir Deckung. Es ist vorbei! Wir sehen
rein, als ihr der sitzt in der Falle. Reißt den Bastard ein. Mehr kannst du nicht. Versuch's nur, Schwanzgesicht. Okay, Showtime, Vito. Hast du das beim Militär gelernt? Das hier ist schwer aus dem Ruder gelaufen. Das wird Eddie gar nicht gefallen. Eddie wird's verstehen. Was hätten wir tun sollen? Uns umlegen lassen? Diese verdammten Arschlöcher machen jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Nie wieder. Und was jetzt, Steve? Jetzt? Jetzt fahre ich nach Hause, esse ein Steak, nehme eine Dusche und gieß mir einen hinter die Binde. Na dann viel Spaß dabei. Joe und ich haben noch was vor. Wir sehen uns später. Scheiße. Wo nehmen wir die zwei Riesen für Eddie her? Sag mal, wie viel könnte so eine Karre bringen? Mann, Vito, du bist ein Genie. Diese Babys sind nicht billig. Ich wette, für den hier wird Derek mindestens einen Riesen raus. Okay, ich bring das Baby. Klingt gut. Bis dann in der Bar. Und? Hier, das Geld. Da bin ich aber erleichtert. Diese verdammten Halbstarken. Jetzt wissen Sie, wie der Hase läuft. Gute Arbeit, Jungs. Euer Anteil. Danke, Eddie. Brauchst du uns noch oder war's das für heute? Ich hätte noch was zu erledigen. Geht ruhig. Heute liegt nichts mehr an. Ich melde mich, wenn ich euch brauche.